Flex, ich meine, der Grinch wird rausfinden, dass wir ihn verarscht haben. Der wird rausfinden, dass da nur Kissen im Sack waren und nicht die echten. Stimmt, und was passiert dann, wenn er es herausfindet? Der wird wahrscheinlich zurückkommen, Mann, und irgendwas antun. Eben, er kommt zurück. Mann, wir müssen jetzt direkt handeln, wir müssen irgendwas machen, Mann. Lass mir was einfallen, Flexi. Ich habe eine Idee. Was? Wir müssen sofort den Weihnachtsmann anrufen, er soll die Briefe wieder zurückholen. Dann sind sie außer unserer Verantwortung und wir sind frei, der kann nichts mehr antun. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Idee, Flexi. Weil sie wollen ja wegen den Briefen kommen, wir müssen jetzt sofort. Okay, es klingelt. Drag and Drop. Weihnachtsmann! Was geht ab, Jungs? Alles fresh bei euch im Schnitt? Du musst unbedingt vorbeikommen, bitte! Was ist denn Schlimmes passiert, boah? Komm einfach vorbei, dann erklären wir das dir einfach. Alles komm. Direkt hier im Hauptquartier. Okay, okay, Jungs. Ich sei noch kurz eins Kackwurst ab und dann mach ich mich auf den Weg. Perfekt, perfekt, perfekt. Gut. Er ist gleich da. Bis gleich. Bis gleich, bis gleich. Beeil dich. Ciao. Zum Glück kommt man, Mann. Wenn die Briefe weg sind, dann sind wir sicher, Leute. Eben, und er kommt aber gleich vorbei. Gib mal jetzt einen Daumen nach oben. Morgen ist ja Weihnachten, deswegen abonniert jetzt nochmal unseren Kanal. Er kriegt doch ganz viele Geschenke von Weihnachten. Daumen nach oben! Er kommt vorbei. Dann sind wir gerettet. Perfekt. Ich höre. Na, nicht so aufgeregt, ja. Ganz langsam erzählen. Okay. Es hat also geklappt. Ihr habt den Sack. Und jetzt? Warum ist der Elf so aufgeregt? Grinch, beruhig ihn mal kurz. Ich will jetzt wissen, was los ist. In dem Sack waren die Briefe gar nicht drin. Ich habe erwartet, dass der Elf Probleme machen wird, aber du, Grinch, dir habe ich vertraut. Ich habe gesagt, du bist der Einzige, der an Weihnachten stärker ist als ich. Nein, 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 keine Ausreden mehr. Weihnachten, wir haben keine Chance mehr. Der Weihnachtsmann hat einen Fehler gemacht. Er muss dafür bezahlen. Nein, nein. Nein, keine Ausreden. Grinch, du weißt, was das bedeutet. Ich habe es gesagt. Dieser Scheiß-Elf hat nur eine einzige Chance. Und die hat er ruiniert. Er bleibt klein für immer und nicht bei mir. Nein, Grinch, das machst du mir zu. Wir haben vor einer Stunde angerufen. Ich weiß, Mann. Vielleicht muss er noch Geschenke verteilen, austragen oder was weiß ich. Vielleicht wir haben aber nicht so viel Zeit, bevor Elf und Grinch wieder zurückkommen. Wir können nichts machen. Wir müssen einfach hoffen, dass er schnell kommt, Freunde. Morgen ist Weihnachten. Ich hoffe, die Jungs brauchen nicht so lange. Ich muss noch übel viele Geschenke den Kindern bringen, weil er ist Weihnachten anstrengend. Was hey, geht ab? Hey, Weihnachtsmann, schön, dass du schnell gekommen bist. Jo, Jungs, schön euch zu sehen, alles gut bei euch? Ja, danke, danke, danke. Ja, Weihnachtsmann, so warum bist du so schlau? Schön, toll, aber erzähl. Was, natürlich, ey, die Briefe, Mann, es wird hier richtig brenzlig, die wurden fast geklaut, Alter. War so knapp. Ich hab leider nicht viel Zeit. Du hast nur ganz kurz Zeit, dann, keine Ahnung, ich hol die Briefe mal kurz. Ja, ich hol sie, hol sie, hol sie. Meint ihr meine Briefe? Hier sind sie, Weihnachtsmann. Sehr gut, Jungs, aber wieso sind die Briefe denn in einem Müllsack drin? Ja, im Müllsack, natürlich im Müllsack, Mann. Oh, ist eine lange Geschichte. Ja, dann erzählt mir die Geschichte doch kurz. Ich hoffe, ihr habt dafür eine gute Begründung, warum ihr die wertvollen Briefe der Kinder in einen Müllsack gepackt habt. Wir erzählen dir kurz, was abging. Gut. Grinch war hier, wollte sie klauen und wir dachten uns, hey, Elf war auch hier. Meine bevor fleißigen Helfer. Ach so. Bevor sie geklaut werden, packen wir sie hier rein. Ich verstehe. Kleines Versteckspiel. Ihr seid ultra schlau, Jungs, sehr gut. Find ich auch gut. Wir sind klug. Danke. Ich muss wieder los. Du musst wieder los? Es warten noch übertrieben viele Kinder auf ihre Geschenke. Morgen ist schließlich Weihnachten, Bruder. Morgen ist Weihnachten, hallo, Leute. Eben. Kurz vor knapp. Ganz genau. Also danke für euren Einsatz. Wir sehen uns. Halt, stopp, bevor ich's vergesse. Hier drin steht, wie ihr Phantom für immer besiegen könnt. Fahrt nach Österreich und öffnet den Umschlag dort. Mein Dankeschön an euch. Viel Glück und tschüss. Hast du das? Er ist schon weg. Er ist schon weg. Guck mal, da geht er. Leute, habt ihr das gehört?
Damit können wir Phantom besiegen. Aber mit dem Briefumschlag Phantom besiegen? Keine Ahnung, gehen wir erstmal rein. Komm. Oh mein Gott! Hey, mein Bauchgefühl sagt mir, dass sich hier ein Elf in der Nähe befindet. Elf? Hallo Elf? Wo bist du, Elf? Ach, hier bist du. Warst du wieder unartig? Das passiert, wenn du unartig bist. Ich nehme dich mit und repariere dich bis nächstes Jahr. Ich muss nur noch alle Einzelteile von dir finden. Dann fliegen wir nach Weihnachten zurück zum Nordpol und dann setze ich dich ganz in Ruhe wieder zusammen. So, ich glaube, ich habe alles von dir. So ist fein, mein Kleiner, alles wird gut. Jetzt haben wir hier einen Brief vom Weihnachtsmann bekommen, Flexi, lass uns hier doch direkt mal... Nein! Der Weihnachtsmann hat doch gesagt, wir sollen ihn erst in Österreich aufmachen. Ja, aber warum sollen wir den erst in Österreich aufmachen? Wir sollen nach Österreich fahren, ihn in Österreich öffnen? Ja, weil es geheim ist, dass es hier niemand weiß, dass wir ihn geöffnet haben. Okay. Wir müssen nach Österreich und dann den Brief öffnen vom Weihnachtsmann. Fahren wir jetzt nach Österreich, Flexi, what the fuck, keine Ahnung, let's go. Halt, warte! Was? Ja, einer von uns sollte hier bleiben. Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Stimmt, falls Elf oder Grinch zurückkommen. Ja, falls sie zurückkommen ins Hauptquartier, muss einer hier bleiben. Du hast recht. Und der andere heißt, macht die Mission des Weihnachtsmannes. Ich kenne mich in Österreich aus, ich war da schon ein paar Mal. Erinnerst du dich letztes Jahr? Ja, natürlich, da war ich auch mal, ja. Und im Notfall habe ich sogar die Hilfe von den Kindern, die kann ich auch vielleicht anrufen. Stimmt. Hey, Rosa White. Gib mal einen Daumen nach oben. Und abonniert unseren Kanal. Flexi, weißt du was? Ich nehme Lucky mit. Ja. Ich fahre nach Österreich, du bleibst im Hauptquartier, bewachst hier alles. Weil ich glaube, dass die Mission schwieriger wird, als dass ich hier bewache. Ich bewache das ganze Hauptquartier. Wir kommunizieren, alles klar, Flexi. Lucky, wir fahren nach Österreich. Auf geht's. Ciao, Flexi, wir sehen uns. Mach's gut. Ich bin jetzt unterwegs. Ich bin leider etwas spät weggekommen, da ich noch Winterreifen auf mein Auto ziehen musste. Das hatte ich komplett vergessen. Safety first, Leute. Jetzt fahren wir nach Österreich. Ihr seht, es ist schon dunkel. Wir kommen morgen in der Früh gegen 6 Uhr an. Ich fahre jetzt die ganze Nacht durch. Leute, ich bin so gespannt, was hier drin ist. Wenn ihr auch wissen wollt, was hier drin ist, gebt jetzt mal einen fetten Daumen nach oben. Lucky ist natürlich auch bei mir. Ihr seht, er schläft schon. Ich fahre auch nicht allzu schnell. Ich melde mich dann wieder bei euch, wenn ich in der Früh in Österreich ankomme. Dingen, nämlich Weihnachten zu vernichten, für was wir, du kannst es nur alleine, mach, was wir besprochen haben, oder dich wird dasselbe Schicksal ereilen, wie diesen unnützen Elf, hast du verstanden? Du weißt, was du zu tun hast, hol ihn! Ab sofort gibt es 3 neue Designs in unserem Merch-Shop und davon 2 streng limitiert nur bis Weihnachten. Einmal Lucky in der Schneekugel als Pulli und als T-Shirt. In verschiedenen Farben, auch in deiner Lieblingsfarbe. Und das zweite streng limitierte Design ist unser legendärer Spruch. Schau, was wir und der Tag gehört dir. Das war aber noch nicht alles. Und das drittes Design ist das Calvin und Flexi-Logo. Nein! Als was? Als Pulli? Als T-Shirt? Alles möglich, in allen Farben erhältlich. Klickt jetzt dazu hier oben rechts auf unseren Merch-Shop und kauft es euch. Und zu jeder Bestellung gibt es natürlich noch eine handsignierte Autogrammkarte von uns beiden dazu. Also geht jetzt in den Shop und bestellt euch die streng limitierten T-Shirts, Pullis, was auch immer. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Also beeilt euch schnell. Weihnachten steht vor der Tür.